Mahlzeit, meine Lieben. Heute werde ich schnell noch einen Kuchen backen. Mein Schatz kommt um 3 nach Hause und möchte gerne einen Kuchen zum Kaffee. Und ich bin so die Schnelle. Das heißt also, ich mache ja nicht so einen großen Tromtrom. Zum Beispiel tue ich die Äpfel nicht schälen und wieder in meinen Nicer-Dicer schön gleichmäßig geschnitten. Und ich zeige euch dann, wie ich das mache. Das heißt also, 250 Gramm Butter. Ich schreibe euch das Rezept auch noch mal rein. Normal nehme ich immer 250 Gramm Zucker und 250 Gramm Mehl. Heute habe ich aber nur 150 Gramm Zucker genommen und 250 Gramm Mehl. Da habe ich 50 Gramm Stärke genommen und ein Backpulver natürlich. Oh, das muss ich gleich noch hin tun, sonst vergesse ich das. Und 4 Eier. So ein paar Mandeln für oben drüber, ein bisschen Streuzucker, weil drinnen etwas wenig ist. Und Zimt natürlich. Ich habe eine wiederverwertbare Folie, die kann ich in den Geschirrspüler tun und kann sie wiederverwenden. Das ist die einfache Variante. Und man spart natürlich auch Backpapier. Im Teig, nicht so leicht, nicht so schwer, schön sahnig. Und bitte einfach meine Äpfel in den Teig. Die Äpfelchen sind aus dem Garten. Ich brauche sie also nur waschen. Und dann habe ich auch keine Schale abgemacht. Die Äpfelchen hebe ich jetzt einfach schön unter. Und dann kommen sie schon in meine Form. Kennt ihr schon einen Leckarsch? Das ist ein Leckarsch. Und das ist deshalb ein Leckarsch, weil für jeden, der gerne mal eine Schüssel ausleckt, Kinder oder auch Männer, für denen haben sie schlechte Karten, weil es geht fast alles raus. So, jetzt habe ich alles fertig. So, mein Kuchen ist super gelungen, ganz weich, wie fluffig und denk mir mal, der schmeckt auch ganz lecker.